Wenn nicht jetzt, wann dann? Im Kellerduell mit dem Liga-Vorletzten TSV Havelse wollen die Kickers endlich ihre Sieglosserie beenden und den vierten Saisondreier einfahren. Wir wissen, wie die Stunde geschlagen hat, und wir müssen jetzt einfach Punkte sammeln. Wir müssen jeden Punkt sammeln. Klar helfen viel größere Schritte, Dreierpunkte. Es ist das erste Auswärtsspiel der Saison unter Ralf Santelli. Und der hat gute Erinnerungen an Hannover, wo Havelse ja seine Heimspiele austrägt. Als Interimscoach siegte Santelli mit den Kickers letzte Saison in der HDI Arena gegen Hannover 96 mit 2:1. Klar, es sind noch ein paar Spieler dabei, die vielleicht auch von diesem Spiel berichten können, und das werde ich schon in dem Nebensatz sicherlich mit einfließen lassen, weil ich glaube, wir brauchen jeden Kieselstein, der uns da oben hilft. Mit dabei waren damals Hendrik Bonnmann, Robert Herrmann, Daniel Hegele, Tobias Kraulich, Lars Dietz und Dominik Meisel. Die beiden letzteren sind angeschlagen, müssen am Sonntag wohl genauso passen wie der gesperrte Peter Kurzweg. Heiß diskutiert werden dürfte unter Fans wieder ein Startelf-Einsatz von Stürmer Marvin Poirier. Der war zuletzt gegen Duisburg erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden, was unter Fans vor allem in sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgte. Dabei gab es dafür gute Gründe, so Santelli. Lass ich den Marvin von Anfang an spielen am Wochenende, ja, dann sagt jeder, der hat alles richtig gemacht. Ja. Dann fehlt ihm, muss man auch sagen, nach 6 Wochen Trainingszeit mit der Mannschaft mit Sicherheit die notwendige Fitness auf dem Platz. Die bekommt er sicherlich, wenn er immer wieder seine Spielzeiten kriegt. Und jetzt passiert da was in der zweiten Halbzeit. Jetzt verletzt sich der. Ja? Dann haben wir halt nichts gewonnen. Die Entscheidung, die wir treffen, ist mit Marvin abgestimmt und ist auch strategisch abgestimmt. Ja? Egal, ob er von Beginn an spielt oder wie lange er spielt oder wann er ausgewechselt wird, weil wir brauchen ihn auf jeden Fall noch viele, viele Spieltage. Havelse präsentierte sich zuletzt in guter Form, holte aus 3 Partien 6 Punkte und überholte in der Tabelle die Kickers. Die wollen die rote Laterne nun schleunigst zurückgeben. Ich könnte halt sagen, nachdem wir ja dorthin fahren, können wir es ja oben einfach stehen lassen und nicht wieder mit runterbringen. Vielleicht gelingt uns das. Das Hinspiel endete torlos. Am Sonntag soll es natürlich mehr sein, sowohl was Tore als auch Punkte angeht. Gelingt den Kickers also der vierte Saisonsieg und so der Sprung weg vom Tabellenende? Die Antwort gibt's am Sonntag in Hannover.